Läuft. Läuft? Also online. Läuft bei mir, ja. Läuft bei uns. Was war das? Lief nicht. Doch, doch. 3, 2, 1. Meins. eBay. Also ihr dürft reden, ne? Echt? Du bist soweit? Ja, ich bin schon lange soweit, ich war nur auf euch gelacht. Du drehst die ganze Zeit hier an deiner Kamera rum, also. Ja. Na gut. Also ich der Kamera oder nicht? Ernsthaft? Hier. Ernstes Gesicht. Ernstes Gesicht? Sind sie nicht da? Das ist ein Haufen Scheiße. Ha! Hab ich doch einen Moment erwischt, wo sie gerade nicht da sind. Den wollte ich schon die ganze Zeit drauf machen. Holger ist immer so eine lahme Semmel. Und? Ich finde, das passt ganz gut. Und es wird ihn schön aufregen. Zum Glück weiß er nicht, dass von mir ist, ansonsten fährt er mir wieder rein. So. Die anderen sind nicht da. Jetzt gibt's mal einen Streich. Gehen wir gar nicht hier, das ist alles komplett verrostet hier unten auch. Schauen Sie mal. Ne? Also schauen Sie mal das Ganze an. Also das ist ja alles eine verlumpste italienische Rotzebirne. Meinen Sie es? Wohl. Kaputt. Sämtliche Axtträgeraufnahmen, alles komplett im Eimer verrottet. Das Auto ist nie mehr fahrbereit. Ne? Hier hinten schauen Sie die Stabilisatoren oben für die Querlenkeraufnahmen. Alles komplett verrostet. Mein lieber Johnny, gehen Sie mal weiter hier zum Auspuff. Das ist kein Auspuff mehr, das ist Eisenoxid mit Luft dazwischen. Ne? Also wirklich, ganz ehrlich gesagt, dieses Auto hat auf deutschen Straßen nichts mehr zu suchen. Immer an den Autos der Gegner arbeiten muss. Unfassbar. Es ist unglaublich, er ist angesprungen. Ein schönes Auto. Ja, mei, Alpha und Bremsen, weißt schon. Auto drüber, zum Fahrerfenster wieder rein. An. Läuft. Und dann fahr jetzt vor. Sauber. Oh, Schatz, wie wenig der Reifen aufgepumpt ist. Ja. Oh. Genau. So, Jungs, jetzt kann man ja anzünden, oder? We don't need the Alpha, let the mother... Alpha, mother... Alpha, mother... Alpha, mother... Alpha, oh, oh. Das Problem liegt gerade nicht am Alpha, sondern an Windows. Abschneiden und so ein bisschen an die Wand hängen, jetzt so ein bisschen als... Oder als Sofa irgendwie. Mhm. Sofa ist nicht breit genug. Also die Sitze raus und also genügend Sitzecke machen. Nein, wir machen genau das, was Top Gear auch gemacht hat. Wir bauen, fahrbares Klo. Nein, wir bauen die Sitze aus, nehmen den Motor als Tisch her. Die können wir als Tisch hernehmen. Das ist mit den Ansaugrohren. Ne? Das ja, schön, das ne? ist eigentlich ein schöner Motor, wenn er laufen will. Das nenne ich mal einen Satz. Ne? Für einen Punkt. Also. Ja. Schön. So. Also ich meine, ich finde es eh krass, wie ihr das einfach so macht. Ich meine, diese ganze Sendung ist ja so fake-frei, deswegen... Reißt ihr das jetzt einfach so fake? Senkt den Rollwiderstand und somit den Spritverbrauch. So ein 10 Bar, gell? Ich mach mit mir 3 rein, das reicht. Thank you.
deinem Statement wollen sie jetzt behaupten, dass das Wegfahren fake war? War es etwa fake? Oh nein, wer hätte gedacht, dass Faken im Filmbusiness was ist? Hast du gewusst, dass man im Filmbusiness faked? Ich hab gehört, die Transformers sind echt. der filmt das alles. Nö, boah. Jetzt kommt denn der Bloopers. Hier ist weg. Sabotage! Da kann man schön reinpinkeln. Das ist das Einzige, was man mit dem Alpha-Motor machen kann. Dann würde ich sagen, fahrt Papa als Erster, ich hinterher und Holger hinten. Korb. Hey. War noch zwei. Deswegen war es so dick. Was? Ach toll, ich kann meinen Anni wieder verwenden. Oh, Aluminiumverschwendung. Ja, Umwelt. Wird alles in die CO2-Bilanz der Spritspar-Challenge eingerechnet. Mhm. Also ich weiß ja auch nicht, ob das gut ist für den ökologischen Fußabdruck und so. Ja, ich bin auch sogar auf der Hunger, gell? Gott sei Dank habe ich Ravioli-Intoleranz. Tja, aber leider wirst du auch müssen. Nein. Doch, du musst. Nein. Du musst. Nein. Doch. Nein. Doch, du musst. Wie bewertest du dann? Schlecht. Okay, dann nehme ich es auch. Also, Banane mit Ravioli. Ich teile. So. Die haben mir keine Banane übrig gelassen. Doch, da ist doch noch eine da. Da war eine da. Da ist eine da. Da war eine da. Felix hat sie mit Ravioli gegessen. Anstatt Schokolade hat er sie in Ravioli-Dose eingetaucht. Die machen jetzt auch nicht satt, ich habe noch nichts gegessen. Eine halbe Dose Ravioli da. Die warme Hälfte habe leider ich schon gegessen. Die Dose Ravioli haben wir weggeschmissen. Die ist in der, an der Mülltüte drin. Rechnung, ich haus durchs GarageBand und haben wir drei unterschiedliche Stimmen. Einmal Chipmunk. Davor, einmal der fünf Hunde Gold! Einmal der erste Chipmunk, einmal zweiter Chipmunk, einmal der dritte. Nein, Trick und Track. Irgendwo. Nee. Und wir sprechen über Schnitte. Ja, wir sprechen über Schnitte, das ist total toll. Dann machen wir jetzt die Ultra Gay! dann machen wir die Auswertung, oder? Oh, da kriege ich schon die Kamera wieder dabei. Besser gleich zu Karglas. Bevor die Scheibe reißt. Ah, wegen dem kleinen Ding. Farbe. Ja, aber so harte Schaden. So, Kamera läuft? Ja, läuft. Gut. Der sieht besser als gedacht, ne? Ja, bei dir. So, Holger, wieso hat denn dein Fortnite-Antenne am Arsch? Ja, das kann so passieren. Ach nee. Was denn? Das muss jetzt auch nicht sein. Wieso? So kann man sehen, was für ein tolles Auto du fährst. Die Frage von der Regie ist es Gia? Ist Gia. Ist Gia, oder? Gia, ey. Ist Gia. So. Wer denkt sich sowas aus, dass wir einen Trimm-Dich-Pfad laufen müssen? Seid ihr gelaufen? Natürlich bin ich gelaufen. Ich, der Kranke, ich bin gejoggt, verstehst du? Ja, ich glaube, ich werde krank durchs Joggen. Habt ihr alle Selfies gemacht? Wir haben Fotos gemacht. Wie kann man denn Selfie machen, während man irgendwas, ne? Irgendwas macht, ne? Ja, ja, man kann das machen. Man kann das, ich hab das. Naja. So. Schauen wir erstmal. Es geht ja um die Anstrengung. Dass du gleichzeitig mit einer Hand ein Selfie machen sollst und mit der anderen irgendwie noch die Aufgabe machen. Nein, war's nicht. Wir hatten Kameramänner dabei, die waren dafür zuständig, das zu filmen. Nö, wenn Selfie da steht, heißt das Self. Self im Englischen heißt selbst. So hab ich das zumindest verstanden. Ja, ist ja jetzt egal. Jo. Geht's jetzt weiter? Ja. Genau.
Was los? Hat Jackie X das Schloss verkackt oder was? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas scheint da nicht so ganz gut funktionieren. Holger? Absolut keine Reaktion. Ich werde Mats jetzt zum Schrott fahren. Mit Recht. Mit Recht, Holger. Dritte Platz. Na gut, dann. Hat Spaß gemacht. Ich darf der Kamera aber noch mal was anmerken. Ich finde ja, dass der Passat eh raus aus der Wertung muss, weil der schummelt der Griff von Haus aus schummelt. Volkswagen. Ist ja ein Schummelauto. Was mir noch fehlt, können wir noch machen. Was ich übrigens hier anmerken möchte eigentlich an der ganzen Sache. Wir hatten in dieser Challenge vergessen, einen Abgastest zu machen. Wir wären mir ziemlich sicher, dass er ein Italiener ist, der bescheißt hinten und vorn. Richtig. So, das ist klar, Volkswagen, unter aller Sau. Ich hätte das hier mit weitem Abstand gewonnen, somit wäre mein Auto ökologisch gesehen und ökonomisch gesehen das Sinnvollste. Ich will ja nichts sagen, wo du hast einen so großen Punkterückstand, das hat auch keinen Unterschied. Aber ich hätte da eine andere Frage, wie umweltschädlich ist ein Glykol? Weil ich glaube, du hast in letzter Zeit ca. 8 Liter Kühlflüssigkeit verloren. Das ist Umweltgefährdungsklasse 1, das ist völlig egal. Und wegen der Abgasgeschichte hätte ich nochmal 1000 Punkte extra gekriegt. Ne? Was, wir haben dir noch nicht mal Pannenpunkte abgezogen, obwohl du mittlerweile fast einen Hänger hinterherziehen musst für deine Kühlflüssigkeit. Das ist keine Panne, das ist ein CTEC-Motor. Das ist ein eingebautes Feature. Ach ja, und darf ich mal eine letzte Sache anmerken? Was für ein Weichei war denn bitte Jackie X für diese Aufhängung? Ja, wir haben nochmal recherchiert, es war nicht Jackie X, es war ein Herr Stewart. Das ist jetzt rausgekommen und zwar auch ein Rennfahrer aus den 60er, 70er Jahren und es wurde dieses Auto bewertet in den 90er Jahren für das ausgewogene Fahrverhalten. Das ist so. Ja, ausgewogen, aber nicht schnell, wie man sehen kann. Ja, na ja, gut. Das war's jetzt. Das war's. Also, adieu. Ciao. Ciao. Boah, jetzt können wir ja essen gehen. Ich überleg kurz. Eigentlich ist noch fertig, oder? Eigentlich muss ich dazu nachdenken. Guck halt auf deiner Spickliste auch noch. Ja, meine Spickliste oder so die. Er schaut gerade. Es ist gut, dass man den meisten nicht sieht. Hätte ich schon mal angemerkt, dass Bernie echt eins zu eins aussieht, so ein Kameramann so. Du müsst eigentlich auch so ein Hütchen aufhaben und so einen schwulen, bunten Schal, dann sieht es aus wie ein Kameramann vom BR. Ultra gay.